was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem Channel und zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder weiter mit der diesjährigen Produkttestreihe. Ich habe nämlich noch ein paar Produkte hier zu Hause rumstehen, die ich auf jeden Fall ausprobiert haben möchte, bevor ich euch zum Beispiel auch mein halbjährliches Update gebe, welche aktuellen Produkte so zu meinen Favoriten gehören. Habe ich ja letztes Jahr auch schon gemacht und da war die Nachfrage auf jeden Fall sehr groß, ob ich das dieses Jahr auch wieder machen kann. Und deswegen muss ich natürlich noch ein paar Produkte ausprobieren, bevor es dann zu diesem Video kommt. Ihr seht vielleicht, meine Haare sind nass und sie sind auch schon halbwegs gestylt. Ich habe sie hier in zwei gleich große Hälften eingeteilt, einmal auch von hinten. Und das lässt es vielleicht erahnen, dass wir heute nicht nur neue Produkte ausprobieren, sondern auch direkt miteinander vergleichen. Und ich zeige euch auch einfach mal direkt, um welche es sich dreht. Und zwar werden wir uns heute einer Marke widmen, mit der ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe, die wir aber wahrscheinlich alle schon kennen, nämlich Syoss. Syoss gibt es in der Drogerie und da habe ich diese beiden Schaumfestiger auch her. Die sind wohl beide CGM safe, also auch für die Curly Girl Methode geeignet, haben also keine Silikone, keine Parabene, steht hier tatsächlich auch vorne drauf, aber wir gucken uns die gleich nochmal vor kurz vom Nahen an. Wie ihr wisst, setze ich im Sommer vermehrt auf leichte Produkte, die eine leichte Konsistenz haben, die eine eher flüssigere Konsistenz haben. Ihr wisst, ich benutze bei Gelen zum Beispiel lieber die flüssigeren Gele als die dickeren Gele, einfach weil ich im Sommer und im Frühling auch darauf setze, dass meine Haare weniger beschwert werden, dass sie leicht sind, aber trotzdem noch ein schönes Ergebnis bringen. Und bei Schaumfestigern ist es eben so, dass ich finde, dass Schaumfestiger sehr viel leichter sein können als so manches Gel. Und deswegen bin ich auch natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Schaumfestigern. Ihr kennt meinen All-Time-Favorite, zumindest aktuell, mein Wellaflex Fülle und Style, gibt es auch in der Drogerie. Aber ich bin auf jeden Fall immer noch offen für andere Produkte und deswegen habe ich mir heute mal die beiden hier rausgesucht. Ich habe meine Haare ja schon gestylt, so halbwegs zumindest. Ich habe nämlich schon eine Creme eingearbeitet und da habe ich von Giovanni den Direct Leave-In Conditioner genommen. Ihr wisst, das ist einer meiner absoluten Lieblingsprodukte überhaupt. Dieser Direct Leave-In Conditioner riecht nicht nur sehr frisch, sondern auch mild. Er ist nicht so penetrant, er riecht nicht künstlich, er riecht nicht süß, sondern hat wirklich irgendwie sowas Frisches und das finde ich gerade im Sommer sehr, sehr angenehm. Außerdem ist die Konsistenz sehr leicht, sehr flüssig. Wenn ihr das Produkt noch nicht kennt, verlinke ich euch den Produkttest und auch andere Videos, wo ich dieses Produkt benutzt habe, gerne hier oben und unter dem Video in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe mal anschauen, was hier auch alles draufsteht, einmal vorne und auch hinten. Zeige ich euch alles in diesen Videos ganz genau. Das habe ich auf jeden Fall jetzt schon in alle meine Haare eingearbeitet. Ich habe das so gemacht, wie ich das immer in allen meinen Styling-Routinen mache. Habe also in drei Partien gearbeitet, von unten nach oben. Habe da erstmal dafür gesorgt, dass ich das Squish-Geräusch in den Haaren habe, was ich mit meiner Wasserflasche schaffe. Dann eben diesen Direct Leave-In Conditioner eingearbeitet. Das gleiche dann nochmal bei der zweiten Partie wiederholt und dann nochmal bei der dritten. Und dann habe ich alles in zwei gleich große Hälften eingeteilt, weil wir jetzt diesen Schaumfestiger auf dieser Seite einarbeiten werden und diesen Schaumfestiger auf dieser Seite. Und dann können wir uns nämlich nachher, wenn meine Haare trocken sind, beide Seiten einmal ganz genau anschauen und vergleichen und sagen, welchen Schaumfestiger wir besser finden. Genau, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns die Produkte noch mal einmal etwas von näheren an. Ich habe hier also von Syoss den Full Hair 5 Schaumfestiger. Hier steht vorne schon direkt drauf, dass es für Fülle, Volumen, 48 Stunden Halt, Stärke und einen Anti-Platt-Effekt sorgen soll. Es geht also hierbei um Fülle und Volumen. Dann haben wir hier nochmal 48 Stunden extra starker Halt und die Stufe 4 von 5. Also sollte auf jeden Fall schon sehr stark sein. Hinten steht dann auch nochmal drauf, dass es eben 48 Stunden zuverlässigen Halt bieten soll. Und es verleiht die perfekte Balance zwischen Halt und Geschmeidigkeit, soll die Haare also auch wieder etwas weich machen. Hier sind dann nochmal so ein paar extra Punkte. Also wie gesagt, 48 Stunden Styling-Kontrolle für sichtbare Fülle und Volumen mit extra starkem Halt. Verleiht Anti-Platt-Effekt vom Ansatz an, beschwert das Haar nicht und ohne zu verkleben, ohne Rückstände und ist leicht auszubürsten. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite als zweites auch von Syoss den Pure Volume Schaumfestiger. Dieser Schaumfestiger hält sich jetzt nicht unbedingt an dem Halt fest. Es geht hierbei um 48 Stunden lang haltend, luftig, leichtes Volumen, ohne die Haare zu beschweren. Es ist ohne Alkohol, Silikone und Parabene und ich habe hier auch wieder zum besseren Vergleich die Stufe 4 von 5 genommen. Hinten haben wir dann draufstehen, dass es bis zu 48 Stunden Styling-Kontrolle und luftig leichtes Volumen bieten soll. Es ist ohne Alkohol, Silikone und Parabene, es beschwert nicht und es ist ECARF oder ECARF oder ECARF zertifiziert und besitzt eine vegane Formel. Das sind also die beiden Schaumfestiger, um die es heute geht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Hier bei dem hier wird auf jeden Fall mehrmals darauf hingewiesen, dass es einen ultra starken Halt bieten soll.
Ich glaube, bei dem könnte man dann schon ein Cast erwarten, weil ein Cast natürlich auch für den nötigen Halt sorgen kann. Bin also sehr gespannt, was hier bei diesem Schaumfestiger rauskommt. Bei dem hier wird durch das Wort Styling-Kontrolle, oder genau genommen die Wörter Styling-Kontrolle, auch darauf hingewiesen, dass es auf jeden Fall irgendeine Art von Halt geben soll. Styling-Kontrolle würde ich jetzt so einordnen, dass es eben Halt bietet, aber vielleicht auch Definition. Auf jeden Fall steht bei diesem Schaumfestiger das Volumen ganz im Vordergrund. Ich finde es gut, dass es zwei Schaumfestiger sind, die unterschiedliche Dinge versprechen. Dann können wir nämlich auch gucken, ob man auch in meinen Haarergebnissen unterschiedliche Dinge feststellen kann. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal darum, die beiden Produkte einzuarbeiten. Ich werde mit dem hier anfangen, mit dem Full Hair 5. Aber bevor ich das mache, werde ich meine Haare noch mal kurz ein bisschen ansprühen. Denn dadurch, dass ich hier jetzt die ganze Zeit geredet habe, sind meine Haare natürlich schon so ein bisschen getrocknet. Und ich habe hier absolut kein Squish-Geräusch mehr drin. Meine Haare fühlen sich auch gar nicht mehr so richtig nass an. Und ich wollte natürlich auch hier wieder dafür sorgen, dass ich eben genug Feuchtigkeit in meinen Haaren habe, damit sich das Produkt noch ein bisschen mit der Feuchtigkeit in meinen Haaren verbinden kann und nicht einfach nur auf den Haaren drauf liegen bleibt und sie eventuell beschwert. Deswegen werde ich sie jetzt nochmal ansprühen, bis ich wieder so ein leichtes Squish-Geräusch habe. Muss nicht unbedingt so intensiv sein, wie wenn ich eine Creme einarbeite, aber es sollte auf jeden Fall schon vorhanden sein, bevor ich dann ein Gel oder ein Schaumfestiger einarbeite. Genau, das mache ich jetzt einmal kurz. So, ich habe jetzt auf beiden Seiten wieder das Squish-Geräusch so ein ganz bisschen drin. Und jetzt fangen wir auf jeden Fall mit dem hier an. Okay, hier steht, gut schütteln und aufrecht halten. Eine Handvoll Schaum nehmen und im feuchten Haar verteilen. Aufrecht halten. Okay. Okay. Okay, das war auf jeden Fall eine kleine Sauerei. So viel habe ich jetzt ungefähr. Ist ein bisschen weniger, als ich sonst nehme, aber ich bearbeite ja auch nur eine Hälfte. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Riecht so wie alle Schaumfestiger. Halt so künstlich, ne? So wie sie, also keine Ahnung. Ein Schaumfestiger riecht jetzt für mich nicht unbedingt frisch. Es sei denn, es ist so ein Special Schaumfestiger. Der riecht auf jeden Fall angenehm. Ich finde jetzt nicht penetrant. Ich mag aber diesen Geruch von Schaumfestigern auch sehr. Lässt sich auf jeden Fall gut verteilen. Ist nicht so wässrig, geht jetzt nicht irgendwie direkt hier auf oder so. Also bleibt auf jeden Fall ein Schaum. Und das arbeite ich jetzt so ein, wie ich das immer mache. Das heißt, ich lege den Schaum jetzt erstmal auf die Haare, auf die Bündelung. Das Gute an Schaumfestiger ist, dass man ja auch überall dann sehen kann, wo man schon was hat. Kann man auch so ein bisschen Praying Hands Methode anwenden, sodass man die Haare so zwischen die Hände nimmt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht nochmal richtig mit den Händen in die Haare rein, weil ich sonst die Bündelung natürlich wieder so ein bisschen auseinanderreißen würde. Verbindet sich auf jeden Fall gut mit der Feuchtigkeit. Hier bleibt jetzt nichts irgendwie, was grau aussieht oder so. Manchmal hat man ja so viel Schaumfestiger in den Haaren, dass es irgendwie grau aussieht, weil einfach nicht alles aufgenommen werden kann. So, und jetzt scrunche ich das schon mal, um das eben nochmal ein bisschen in die Haare einzuarbeiten und die Locken ein bisschen zu aktivieren, weil dann nämlich das Styling auf dieser Seite auch im Prinzip fertig ist. Und dann kann diese Seite schon mal anfangen zu trocknen, während ich die andere bearbeite. So, that's it. Und jetzt geht's an diese Seite hier. Hier steht auch wieder gut schütteln und Ventil nach unten richten. Schaum mitnehmen und den feuchten Haar verteilen. Okay, also das wird so eingearbeitet, wie ich das von Schaumfestigern kenne, dass man sie eben kopfüber hält und nicht aufrecht. Das war mir jetzt neu, aber ist ja nicht unbedingt schlecht. So. Okay, ja, das war auf jeden Fall gewohnter. So, ich habe jetzt auch wieder ungefähr die gleiche Menge. Ne? Ist auch wieder so ein Klecks. Der riecht meiner Meinung nach besser. Trifft mehr meinen Geschmack. Ich weiß nicht warum, aber es riecht tatsächlich ein bisschen frischer als der andere. Also ich finde, beide riechen künstlich, aber der hier trifft einfach mehr meinen eigenen Geschmack. Riecht einfach irgendwie besser. Ich kann das nicht unbedingt, ich kann das nicht wirklich beschreiben. Es riecht halt irgendwie frischer, aber es ist natürlich immer noch künstlich. Also ganz strange, riecht auf jeden Fall gut. Okay, man merkt auf jeden Fall beim Schaum, bei der Konsistenz ist es auch ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen fluffiger irgendwie, ein bisschen luftiger. Auch strange. Okay. Ich arbeite das auf jeden Fall genauso ein, wie ich das bei dem anderen gemacht habe und wie ich das sonst auch immer mache. Ich lege den Schaumfestiger auf die Haare, auf die Bündelung.
Auch hier wieder mit Praying Hands so ein bisschen, damit wirklich alle Bündelungen was abbekommen. Ich gehe nicht nochmal richtig in die Haare rein. Und auch diese Seite wird dann erstmal wieder gescrunched. So, dann schnell hier mein Seidentuch umbinden. Kennt ihr ja auch aus allen anderen Styling-Videos, die so von mir existieren. Ich lasse meine Haare immer einfach so da drauf ein bisschen Luft trocknen, weil es eben so eine relativ glatte Oberfläche hat und die Haare da drauf rumrutschen können, ohne eben an meiner Kleidung festhängen zu bleiben und dass sich irgendwie die Bündelung auseinanderreißen oder so. Also man sieht das hier auch schon, es glänzt ein bisschen, das ist eine sehr viel glattere Oberfläche. Und das habe ich mir jetzt umgebunden, weil ich meine Haare jetzt Luft trocknen lassen werde. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal geschafft. Ich habe übrigens vorhin vergessen zu sagen, dass ich heute wieder keine Dammerbrush benutzt habe, als ich die Creme eingearbeitet habe. Ich habe das einfach nur mit meinen Händen gemacht, bin so durch die Haare gegangen, habe dann nochmal einzelne kleine Strähnen so ein bisschen zusammengequetscht, also so in die Hand genommen und dann hier quasi so zusammengequetscht. Und dann einmal lang gezogen, damit sich eben eine etwas größere Bündelung bilden kann. Aber ansonsten sind das wirklich hier meine natürlichen Locken. Ich glaube, ich finde das ganz cool, so für die ganzen Produkttests, wenn man daran sehen kann, wie das Produkt wirklich in meinen natürlichen Locken wirkt und nicht durch irgendwie die Damon Rush verzerrte Locken. Die sind ja dann immer noch mal ein bisschen definierter und haben auch eine andere Form. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz erwähnt haben. Ich bin auf jeden Fall bisher sehr zufrieden mit den beiden Schaumfestigern. Ich merke auf jeden Fall, dass sie sich gut einarbeiten ließen. Die Feuchtigkeit wurde direkt aufgenommen, beziehungsweise es hat sich direkt mit der Feuchtigkeit verbunden. Es riecht beides sehr gut. Es fühlt sich jetzt auch auf beiden Seiten absolut nicht beschwert an. Andere Sachen kann man jetzt natürlich noch nicht erkennen. Man könnte jetzt noch nichts irgendwie zum Frizz sagen oder zum Glanz oder sonstigen. Das gucken wir uns dann nachher an, wenn meine Haare getrocknet sind. Ich werde meine Haare jetzt auf jeden Fall erstmal Luft trocknen lassen, bis meine Haare ungefähr so zu 80-90% getrocknet sind. In der Zeit kann sich dann nämlich ein Cast bilden und den erwarte ich auf jeden Fall bei dem auf dieser Seite hier. Also dem Full Hair 5 hier auf dieser Seite wird nämlich die ganze Zeit davon gesprochen, dass es eben so einen super starken Halt bieten soll. Und auf der Seite hier erwarte ich ein bisschen mehr Volumen. Es könnte also sein, dass hier kein Cast entsteht, vielleicht auch nur ein ganz leichter. Werden wir uns auf jeden Fall nachher angucken. Genau, und anschließend werde ich dann meine Haare komplett trocken diffusen, das alles rauskneten und dann gucken wir uns die Endergebnisse an. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, bis später. So, liebe Freunde, willkommen zurück. Meine Haare sind jetzt ungefähr zu 80-90% getrocknet. Und wie man sehen kann, sehen sie immer noch nass aus, was dafür spricht, dass sich ein Cast gebildet hat, beziehungsweise irgendeine Schicht um die Haare. Wir bleiben beim Ersteren. Es hat sich ein Cast gebildet. Es hat sich auf beiden Seiten ein Cast gebildet. Hier auf der Seite, man sieht es vielleicht, es ist so ein mittlerer Cast. Also er ist jetzt nicht steinhart, aber er ist jetzt auch nicht super weich. Also einzelne Strähnen bleiben schon in der Luft stehen, aber es ist halt nicht super doll. Auf der Seite hier ist es ähnlich, die Locken bleiben in der Luft stehen, aber es ist nicht super doll. Hier bei etwas kürzeren Strähnen sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser, dass sich hier auf jeden Fall ein Cast gebildet hat und die Locken ummantelt sind. Was natürlich gut ist, weil das gegen Frizz hilft. Das Witzige daran ist, dass ich finde, dass hier auf der Volumenseite, wo ja eigentlich nicht wirklich was von wegen extrem starker Halt bla bla stand, hier ist der Cast ein bisschen stärker als auf der Seite. Finde ich sehr witzig, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja mehr darauf fixiert, dass hier auf der Seite auf jeden Fall ein Cast entstehen sollte und habe hier ja auch vorhin schon gesagt, dass sich hier eventuell gar kein Cast bildet. Dass der jetzt aber sogar einen Ticken stärker ist als der hier, finde ich sehr witzig, finde ich sehr interessant. Jetzt werden wir auf jeden Fall die restliche Feuchtigkeit aus meinen Haaren rausdiffusen. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch hier so ein bisschen am Nacken und hier in den längsten Spitzen ein bisschen Feuchtigkeit drin. Ansonsten fühlt sich eigentlich alles schon relativ trocken an. Vielleicht ist da überall nochmal so eine minimale Feuchtigkeit drin oder so. Aber ansonsten dauert das auf jeden Fall jetzt nicht mehr lange. Anschließend werde ich dann den Cast rauskneten. Das mache ich, indem ich alle meine Haare nach vorne schmeiße, dann zusammennehme, als würde ich mir einen Pferdeschwanz binden und dann einmal so lang streiche und dann eigentlich alles nur nochmal scrunchen, glatt streichen, gucken, dass der Cast einfach überall weg ist. Danach schüttle ich das noch ein bisschen aus und dann gucken wir uns endlich das Endergebnis an.
So, meine Haare sind jetzt komplett trocken, beide Seiten. Ja, und ich zeige euch das Ergebnis jetzt erstmal wieder, ohne selber was dazu zu sagen. Wir fangen an mit der Full Hair 5 Seite. Und jetzt die Pure Volume Seite. Also, das sind die beiden Ergebnisse. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwundert, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich nämlich finde, dass von dem, was auf den beiden Flaschen draufsteht, das eigentlich umgekehrt sein müsste. Eigentlich müsste das hier das luftig leichte Volumen sein und eigentlich müsste das hier der Halt und die Definition sein. Rein vom Haargefühl her ist die Seite hier mit Abstand wesentlich luftiger. Weicher würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall luftiger und irgendwie voluminöser und leichter als die Seite hier. Die Seite hier ist dafür sehr viel mehr definiert. Ich habe das Gefühl, hier habe ich mehr Halt, auch über die nächsten Tage hinweg. Aber ich finde nicht, dass ich hier auf der rechten Seite mehr Volumen habe als auf der Seite hier. Ich finde sogar, wenn man sich das hier unten mal so anschaut, so, dann finde ich tatsächlich, dass da eigentlich nicht wirklich ein Unterschied ist. Also vom Volumen her finde ich beide Seiten irgendwie gleich. Vom Gefühl her ist die Seite hier mit Abstand voluminöser. Vielleicht sieht man es doch ein bisschen, dass es hier alles ein bisschen voller ist und hier irgendwie mehr Lücken sind, wo man durchschauen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwie witzig, aber ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ist ja eine Erkenntnis, die man durch diese Produkttests hier gewinnt, ne? Kommen wir mal darauf zurück, was sonst noch auf den Flaschen draufsteht. Also, wir haben hier beim Full Hair 5 Styling-Kontrolle für sichtbar Fülle und Volumen. Ja, okay, das steht dann also doch da drauf, aber es ist nicht so der Primärpunkt. Verleiht Anti-Platt-Effekt vom Ansatz an. Also, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich meine Haare hier geteilt habe und nicht einfach alles so nach oben gekämmt habe, habe ich hier natürlich weniger Volumen als sonst. Aber ich finde auf jeden Fall, dass sich das hier alles sehr luftig anfühlt, dass ich auf jeden Fall Volumen in den Haaren habe. Man könnte jetzt nicht sagen, es hängt alles platt runter, finde ich nicht. Also würde ich auf jeden Fall hier zustimmen. Beschwert das Haar nicht? Das stimmt. Dadurch, dass hier alles so leicht und luftig anfühlt, ist überhaupt nichts beschwert. Aber auch so allgemein vom Gefühl her habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie zwei Schaumfestiger benutzt habe, die meine Haare krass beschweren. Von daher finde ich auch, dass der Punkt hier gerechtfertigt ist. Ohne zu verkleben, ohne Rückstände und leicht auszubürsten. Ohne zu verkleben, ich muss sagen, ich habe bei beiden an den Händen Produktrückstände. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich hier was an den Händen habe. Kommt natürlich auch ein bisschen durch Styling. Ich habe meine Haare geföhnt, danach habe ich sie komplett ausgescrunched, war die ganze Zeit mit den Händen in den Haaren drin und hat es dann nochmal aufgeschüttelt und jetzt fummel ich auch die ganze Zeit in den Haaren rum. Da kommt dann natürlich auch Produktrückstand an die Hände. Ich finde es aber noch okay. Also es klebt jetzt nicht. Man merkt nur einfach, hier ist eine ganz leichte Produktschicht drauf. Das ist jetzt nicht eklig, aber ja, das auf jeden Fall dazu. Ohne Rückstände ist dann halt eben nicht unbedingt ganz wahr. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel Schaum man benutzt. Wenn man weniger benutzt, als ich jetzt benutzt habe, dann hat man vielleicht weniger Rückstände an den Händen. Wenn man weniger scruncht, hat man vielleicht weniger Rückstände an den Händen. Also das ist so ein bisschen vage. Und leicht auszubürsten, das kann ich mir hier tatsächlich auch gut vorstellen. Vielleicht seht ihr das auch schon ein bisschen, dass sich hier ein bisschen Frizz bildet. Also die
Der Halt ist nicht so krass. Also gerade bei denen hier sieht man es, glaube ich, schon ein bisschen. Der Halt ist nicht so krass. Meine Haare bleiben jetzt nicht komplett definiert. Ich könnte mir also schon vorstellen, dass man hier mit einer Bürste ziemlich leicht durchkommt. Genau, das dazu. Aber damit hat das Produkt dann natürlich auch wieder einen Punkt, der im Prinzip stimmt. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Ich bürste meine Haare nicht, wenn sie trocken sind. Wisst ihr ja. Macht ihr hoffentlich auch nicht. Und hier vorne steht eben halt nochmal drauf: Fülle, Volumen, 48 Stunden Halt, Stärke und Anti-Platt-Effekt und Stufe 4 von 5. Also ich muss sagen, mit der Seite bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das, was auf dem Produkt draufsteht, das finde ich, sieht man auch hier in diesem Ergebnis. Ich muss sagen, ich finde den Glanz auch schön. Also gerade bei den Haaren hier vorne, wo ich immer so ein bisschen Fingercurling anwende, da kommt der Glanz auf jeden Fall durch. Das ist aber nicht so ein krasser Glanz, sondern so ein natürlicher Glanz, der eben die Locken nochmal so ein bisschen hervorhebt. Finde ich ganz schön. Also mit der Seite bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt kommen wir zur rechten Seite. Da hat mich hier das Pure Volume und hier steht vorne schon direkt drauf, luftig, leichtes Volumen, ohne zu beschweren. Ja, also es ist jetzt nicht viel mehr Volumen als auf der Seite, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich finde auch, ich habe ein bisschen mehr Volumen erwartet. Ich habe hier auf der Seite eben so ein luftig, leichtes Gefühl erwartet, wie ich es auf der Seite habe. Ja, das fehlt mir hier jetzt tatsächlich so ein bisschen. Gucken wir mal hinten drauf. Bis zu 48 Stunden Styling-Kontrolle und luftig leichtes Volumen. Okay, Styling-Kontrolle, da bin ich d'accord mit. Man sieht auf jeden Fall, dass die Locken definiert sind. Dadurch, dass sie definiert sind, sind sie natürlich auch nicht so krass voluminös. Das müsste man sich auf jeden Fall in den nächsten 2 Tagen, in den nächsten 48 Stunden mal anschauen, was sich da tut, was sich da verändert. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn das jetzt noch so schön definiert ist, dass auch in 2 Tagen auf jeden Fall immer noch schön aussieht. Und wahrscheinlich kommt dann auch noch ein bisschen Volumen dazu. Ich bekomme ja meistens in den nächsten Tagen immer mehr Volumen, als ich es heute an Tag 1 habe. Von daher finde ich, Styling-Kontrolle ist hier gerechtfertigt. Luftig, leichtes Volumen. Man kann nicht sagen, dass ich gar kein Volumen habe, aber ich habe auf jeden Fall mehr erwartet. Und ansonsten haben wir hier ohne Alkohol, Silikone und Parabene. Das ist jetzt nichts, was man hier irgendwie optisch an den Haaren erkennen kann. Kein Beschweren. Finde ich auch okay. Also meine Haare fühlen sich auf beiden Seiten nicht beschwert an. Das ist gut. Ich finde nicht, dass sie komplett platt sind. Also auf beiden Seiten nicht. Deswegen bin ich damit auf jeden Fall auch zufrieden. Da würde ich auch sagen, dass der Punkt hier stimmt. Und ansonsten steht hier gar nicht so viel mehr drauf. Also es soll wohl wirklich für Volumen sorgen. Und in dem Punkt finde ich es dann nicht ganz so geil. Da hätte ich dann, glaube ich, eher das andere Produkt genommen, wenn ich gesagt hätte, so, ich will jetzt hier ganz viel Volumen haben. Ich finde, man sieht das auch so schon. Hier ist einfach mehr definiert. Hier ist ein bisschen mehr Frizz. Aber hier ist halt eben mehr Volumen. Hier sieht das alles voller aus. Hier ist es dafür definierter. So, kommen wir nochmal auf meine typischen Punkte zu sprechen. Also, Glanz, habe ich hier gerade eben schon gesagt, ist auf jeden Fall da. Ist dadurch, dass es ein bisschen frizzy wird, nicht ganz so stark, aber ich finde es immer noch okay. Sieht alles natürlich aus, ich fühle mich wohl damit. Auf der Seite ist es ein bisschen glänzender, weil es hier eben auch definierter ist. Muss man sich immer vor Augen führen, wenn die Locke definiert ist, kann sie mehr Licht reflektieren und dementsprechend glänzen die Haare auch mehr. Von daher würde ich sagen, dass die Seite in dem Fall mehr glänzt als die hier. Es ist aber auf beiden Seiten ein natürlicher Glanz und ich finde den auf beiden Seiten auch gut. Zu Frizz habe ich jetzt, glaube ich, auch schon genug gesagt. Auf der Seite ist es auf jeden Fall mehr als auf der hier. Ich finde es aber auf jeden Fall immer noch im Rahmen. Also ich habe schon Produkte ausprobiert, da hatte ich wesentlich mehr Frizz, da hat man die Locke gar nicht mehr erkannt. Und ich muss auch sagen, ich finde, das ist ein schöner Frizz. Der lässt meine Haare voll wirken, er lässt meine Locken aber immer noch durchkommen. Also das ist irgendwie ein Frizz, den ich mag. Auf der Seite ist es nicht so frizzy, hier ist es aber auch dann dementsprechend nicht ganz so voluminös. Beide Seiten fühlen sich nicht beschwert an, fühlt sich alles sehr locker an. Meine Haare fühlen sich auf beiden Seiten übrigens gleich weich an. Also sie fühlen sich auf beiden Seiten schön gepflegt an, fühlen sich schön weich an. Es ist angenehm, so mit den Händen durch die Haare zu fahren. Also da kann ich auf jeden Fall auch nicht meckern. Und jetzt zu dem letzten Punkt, meinem Fazit. Wenn ich mich zwischen diesen beiden Schaumfestigern jetzt entscheiden müsste, dann fällt mir die Wahl tatsächlich gar nicht so schwer. Ich würde wahrscheinlich das Full Hair 5 nehmen, also diese Seite hier bevorzugen. Kann sein, dass ich in 2 Tagen, also in 48 Stunden sage, ich würde doch eher das Pure Volume nehmen, aber das werde ich dann sehen, da gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update. Ich werde auch mal schauen, dass ich in den nächsten Wochen das so einbaue, dass ich euch das auch im Video zeige und nicht einfach nur so ein Update schriftlich gebe. Aber das können wir ja sonst einfach nochmal irgendwann ausprobieren, ne? Ich habe ja noch ein paar andere Ideen für Videos für diesen Sommer.
Aber zurück zu diesem Video. Ich würde mich auf jeden Fall für den Full Hair 5 entscheiden. Einfach weil es hier natürlich aussieht, weil es voluminöser ist, weil es dichter aussieht. Aber trotzdem immer noch schön. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr hier auf der Seite. Das Pure Volume hat mich hier so ein bisschen enttäuscht. Ich habe hier einfach mehr erwartet. Es ist nicht kein Volumen, aber es ist mir auf jeden Fall zu wenig, wenn dieses Produkt hier schon quasi danach schreit, dass es eben für Volumen sorgen soll. Für dieses Video auf jeden Fall ist der Full Hair 5 der Sieger. Und damit würde ich auch sagen, ist dieses Video an dieser Stelle schon wieder beendet. Ich würde mich natürlich auch sehr über eure Meinung freuen. Seht ihr hier noch irgendwas, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was ich vielleicht nicht ausführlich angesprochen habe? Habt ihr hier noch irgendwelche Fragen zu? Kennt ihr die Produkte selber schon? Habt ihr die schon mal ausprobiert? Wie habt ihr die angewendet? Welche Erfahrungen hattet ihr damit? Seid ihr zufrieden mit denen oder auch nicht? Schreibt mir gerne mal alle eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr neu auf meinem Channel seid und mich noch gar nicht kennt, hi, ich bin Aniva. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video, also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten. Oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.